Ungeschminkte Liebesgeschichten? Die gibt's ab sofort. Neuen Podcast Liebesdinge. Präsentiert von LAVOU. Wir, die Hosts und Moderatoren Rio und Antonio, begrüßen in jeder Folge ein Paar, das sich online kennengelernt hat und uns seine Geschichte erzählt. Von Höhen und Tiefen, Coming-outs, Fernbeziehung und Familienplanung. Jetzt reinhören. Into them my mind can't seem to break away. Lost in time thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why. Why you let me die alone inside. I died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Frech unterstrich Zicke 5 und some days I feel skinnier than all the other days.
hard to breathe, but that's alright. Hush. You've been talking about patience. I'm confused. Internet's gone loose, so time is through. Making of it you, so I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to the race with you. Plus even cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it full. That one's just me, time's right. Yeah, I'm about to fake it. We can work together till we make it. About to take a life like we're running out of patience. My mind's gone out way too far. Yeah, I'm not right, but I'm about to fake it. Yeah, we can work together till we make it. About to take a life like we're running out of pages. I know that times have been hard, but that's alright, cause we found our stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Put somebody in my life that can make it for. I'll be last, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling all. So, wie geht's euch? Livestream. Was geht ab, Amana? Was geht ab hier, Amana Zickeren-Stagger? Yeah.
So. Bild kriegt er jetzt gleich, Digga. Weil sollte, ja, genau. Sollte Bild da sein. So, Digga. Machen die Live-Szene dann nochmal kurz spielen können. So, und dann passt das noch selber raus. Brauche ich nicht. Genau, so. Boah, Scarlett, es gibt ein neues Müsli von Seitenbacher. Verlieb dich. Wie heißt es? Verlieb dich. Schokoladige Verführung mit edlen Früchten. Seitenbacher, verlieb dich Müsli. Verlieb dich Müsli von Seitenbacher. Also diese Werbung bei Spotify, die werden immer cringer, Mann. Also ehrlich. So, würde ich sagen. Infinity and back again. I'm to them. Young darling, I'm talking.
Hallo? Moin, moin. Schön. Hallo. Wie alt bist du? 18. Ja.
für Schwitzer, ja. Oder? Der ist dein Mädchen auch. Stupid. Digga, ich konnte nicht einmal bauen. Da? Geh da direkt rein. Ich muss sprinten. Und jetzt Schluss. Du kannst ihm noch aufhelfen. Und Timon ist sehr licht, sieht geil aus, oder? Ja, schon. Okay. Ich sollte die Krone holen. Oh, ich muss auch halt gehen. Ich gehe heute mit jemandem Dings. Oh mein Gott, hat keine Hose an. Oh mein Gott, also ich gehe heute mit jemandem ins Kino. Genau. Der holt mich dann um 14 Uhr ab. Oh mein Goodness! Ach du. Mann, Digga, der hat keine Hose an, Alter. Was ist das? Oh mein Gott, so peinlich. Ich würde mich umbringen, Alter. Ganz ehrlich, das geht einfach gar nicht. Wenn das mein Sohn wäre, ey. Wenn das mein Sohn wäre. Ja, ich bin auf Twitch live und auf YouTube gleichzeitig, ne? Okay, das weiß ich. Das geht dann mit diesem PC ja easy, weißt du? Ja, ich rotze hier noch aus, ich schwör's. Egal, ich kann den kotzen. Ich würde mich sowas vom Fremdschämen, Alter. Das geht doch gar nicht. Das Typ, Digga. Oh, Lukas, soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Lukas? Ja, mach mal. Wir waren jetzt im Urlaub und da kam so ein Typ mit seiner Bierflasche. Er hat seine Bierflasche umgestellt und dann wollte er einfach meine Mutter umarmen, Digga. Mein Bruder. Digga, der war irgendwie besoffen. Ich bin dann mal wieder weg. Guck mal, wenn ich nur halten da. Nein, alles gut. Bis dann. Hey Vincent. Ja. Bist du am 18. auch beim Karneval? Mal gucken. Ich bin da auch mit, Digga. Warum? Ja, komm, wir kommen da alles. Jette, Tim, haben jetzt vorhin noch irgendwelche da. Und wir sollen. Die holen ja die Karten, irgendwie Doni kommt noch. Und die holen die Karten aber so zusammen, dass die uns auch alle an einen Tisch verfrachten. Okay. Und das wird dann der Sauftisch. Dafür sind die. Dafür sind die 200 Euro in meinem Portemonnaie, Digga. Was hast du gesagt? Ja, danke, Gruppenchef. Thank you.
weiß ja nicht, vielleicht kommt er heute, keine Ahnung. Noch geschrieben hat er nicht. Thank you.
so Animes mit Busco. Nee, meine Nicole. Also Metal Grill. Also ich mag die ersten Staffel von Naruto sehr, 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 sehr. Lukas, hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Mir geht's gut. Unerbittlich, was macht das überhaupt dafür? Du erholst dich schneller vom misslungenen Angriff mit deiner Hauptwaffe. Mit der Hauswaffe, wenn man kennt. Ja, ich stimme bei das Nulol. Team Sasuke. Sasuke ist cool, ja, Sasuke. Ein Rahmenlabe ist so. Ich mag nur Sailor Moon. Sailor Moon ist auf jeden Fall wild. Ich mag Naruto auch. Und One Piece, Sailor Moon, One Piece, Dragon Ball und wieder One Piece. Inuyasha geht auch fit, ja. Sasuke! Oh, Sasuke! Sasuke geht fit, ja. Busco mag mich, glaube ich, nicht so. Ach was, Puppet. Ja, also fünfmal hintereinander One Piece sozusagen ist schon wild, ja. Wir haben, also Mia, wir haben hier einen Drachen, der heißt Pedda. Und Puppet hat ihn schön paaren lassen und dann wurde ein wirklich schöner Drache aus ihm. Ja. Und Busco hat dann einfach eine weitere Paarung gemacht und dann wurde er hässlich. Und jetzt haben wir irgendwie 10-mal versucht, dass er wieder hübsch wird. So, und das ist jetzt das Endresultat von diesem Drachen. Geil. Aber vorher sah der richtig cute aus. Der Marathon, also der Sabaton richtig gut oder tut er euch nicht gut? Ich bin mir nicht sicher. Seid ihr alle ein bisschen gereizt, Leute?